Anders, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Max Rohrste, Martin Schmitzer, Elias Canetti, Alfred Göppi, John Dos Passos, Albert Einstein, Norbert Elias, Leon Feuchtwanger, Sigmund Freud. Wenn wir heute hier auf diesem historischen Platz das Werk des israelischen Künstlers Michael Ullmann enthüllen, den ich sehr herzlich hier bei uns wieder begrüße, dann geben wir den Blick frei auf eine unterirdische Bibliothek, deren leere Regale uns an die 20.000 Bücher der Weltliteratur erinnern mögen, die an genau dieser Stelle von deutschen Studenten verbrannt wurden. Walter Janta, Franz Jung, Erich Kästner, Franz Kafka, Klabund, Viktor Klemperer, Arthur Köstler, Oskar Kokoschka, Siegfried Krakauer, Karl Kraus, Selma Lagerlöf, Else Lasker-Schüler, Ferdinand Lassalle, Karl Liebknecht, Georg Lukasch, Rosa Luxemburg, Erika Mann, Thomas Mann, Herbert Marcuse, Ludwig Marcuse, Karl Marx, Moses Mendelssohn, Erich Mühsam, Robert Musil, Erwin Piscator, Joachim Ringelnatz, Luise Rinder. Books that were burned at anything back in May of 1933. There are many different interpretations that one can make here at this memorial that really makes it a fantastic one. And the first interpretation, probably the most obvious one, is the fact that we can't go down there. We can't go down there, we can't walk around, we can't touch the bookshelves because this glass right here prevents us from doing so. And that's kind of like how history works. A ver, si lo rodeamos. Porque hay que mirar el interior de las paredes y podemos tapar un poco. Exacto, desde aquí yo lo veo, por ejemplo. Tendrías que mirar hacia el interior. La estantería. ¿Lo veis todos? Sí. ¿Las estanterías vacías? Sí. Es simbólico, ¿eh? Son estanterías con capacidad para los 10 de los 20.000 libros que fueron quemados. Nein, die Nazis haben es auch gemacht. Die Narzissten haben alle Bücher, die sie nicht unterstützt haben, verbrannt. Das waren auch philosophische Bücher, Romane, auch von sehr bekannten Schriftstellern. Und die Bewegung war so stark, dass auch viele Studenten, wenn sie da mitgemacht haben, die haben dann viele Bücher verbrannt. Wofür dieses Licht? Für die Ewigkeit der